Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zu Wild Bastards. Ja, wir sind im dritten Teil. Unser Gefangener Stevens C. hat ja im letzten Teil ziemliche Probleme bekommen auf dem Schiff. Ein automatisches Geschütz und umherrennender Kinder-Zombies, keine Ahnung was es sind, haben uns wirklich die Hölle heiß gemacht. Wir haben es trotzdem noch knapp lebend herausgeschafft und haben jetzt diesen Klammerwerfer produzieren können. Ich denke mal, das ist so eine Pumpgun so mäßig. Man kann die Waffen dann auch noch upgraden, wenn ich das hier so richtig lese. Are you looking for a glow bulb? Because the Steve is all out of those. Okay, let's employ some out-of-the-box thinking. A glow bulb could be constructed from plas and biomaterials. Okay, dafür sammeln wir die ganzen Teile. Man kann hier dann craften. Und wir brauchen so eine Bürgerkarte. Dafür bräuchte man 20 Bio und 60 Datenteile. Also das geht wahrscheinlich nicht so schnell. Und hier diese Glühbirne. Aber ich bin nur dabei Bio und dabei Plas, keine Ahnung was das ist. Werden wir feststellen. Gut, wir gehen zurück auf die Sternenkarte. Those deep lacerations PAL detects are no doubt uncomfortable. Did you know that emergency medical care is available in Zonox vessels? Okay, also die Wunden, die ich habe, sollen scheinbar sehr schmerzhaft ausschauen. Wir werden jetzt nochmal rasten. Wir kriegen dafür aber nur 25 Trefferpunkte. Jetzt haben wir nur 49. Also ich denke mal, dass er nicht mehr lange leben wird. Und wir werden jetzt mal auf diesen Luxuskreuzer düsen. Aber wir könnten nochmal rasten. Ja. Und jetzt wieder 100 Punkte haben wir. Ja. Und dann düsen wir mal. Und wir docken an. Kann ich beide auswählen? Nee. Und wieder 12 Schuss von dem Klammerwerfer. Ja, komm, probieren wir jetzt mal aus. Wir werden es wahrscheinlich nicht überleben. Okay, hier mal Crew. Die Brücke. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal zur Brücke gehen. Links werden dann die Atmosphäre. Entfernt Schadstoffe. Hier sind Zimmer, gibt es bestimmt Loot. Generatormüll. Und hier. Okay. Ziel Energie wiederherstellen. Ziel Erregungsanreger. Energie ist hier im Generator. Okay. Wir gehen nach rechts um, dann hier durch die Crew-Quartiere und dann haben wir hier den Generator. Und Atmosphäre wäre dann auch hier. Dann haben wir 10 Minuten haben wir. Wow. Gut, wir gehen jetzt mal auf die Brücke. Gary! Wow. Okay, viele Schüsse habe ich hier nicht. Mist, auf der Brücke ist ein Gegner-Spawn. Wer labert hier? Gary! Ist das geil. Ich weiß nicht, gehen die erst hoch? Jetzt schauen wir erstmal hier. Keine Energie. Ah, shit. Okay. Jetzt muss ich eins mal testen hier. Wenn ich jetzt hier hinlege. Ah, sehr gut. Also wenn hier der nächste spawnt, dann sollte er sterben. Okay. Ist das geil! Und da liegen hier noch die Arme. Ja. Da kommt schon der nächste. Crew-Quartiere. Keine Energie, okay. Wir müssen erstmal die Energie herstellen.
Hello? Hui. Also es ist doch ziemlich unheimlich hier, wie ich finde. Okay, und jetzt können wir erstmal zum Loop anfangen. So, Sauerstoff haben wir noch für 5 Minuten. Oh shit. Nein! Gary? Wow, krass. Wir müssen jetzt immer auf das Geschütz auch hochgeben. Also diese Perk, dass man Gegner sieht, ist schon cool. Hier ist sonst nichts mehr. Oh, sind wieder in irgendeinem giftigen Speichel gelaufen. Oh, ganz stark. Wieder ein Geschütz. Oh, Scheiße. Noch 2 Minuten 50. Fresh wind rocks are now back in stock. Get them while they're popping. Okay, in die Luftschleuse will ich jetzt nicht rein. Die Geschütze vielleicht nicht aktiv, kann das sein? Lochkarte, okay. Wo geht's denn hier hin? Ah, zum Generator, okay. Hallo, Gary! Ich find das geil. Oh, ich glaube. Oh, oh. Das sind viele. Good joke, sagt er doch. Hallo? Oh, da ist noch einer.
Wow, okay. Das war heftig. Okay, die Geschütze sind nicht aktiviert. Ach, das ist wieder ein Monster-Spawn. Ich hoffe aber jetzt mal hier, dass sich der Loot lohnt. Auf jeden Fall gibt es massig Nahrung. Ganz ehrlich, ich mache jetzt hier zu. Ich habe keinen Bock, dass die mir dann aufs Schiff kommen. Ich hoffe jetzt mal, dass die. Please do not molest the janitorial staff. Remember, they're here to clean up your mess. Oh. Jetzt habe ich nur das eine Problem. Ich habe noch immer noch nicht den Erregungsanreger gefunden. Wo könnten der sein? Bei den Zimmern war ich noch nicht. Augapfel. Weitere Finger, ja, ich habe ja auch immer meinen Finger im Nachtkästchen liegen. Man weiß nie, wann man ihn braucht. Ah, ja. Ah, okay, wir haben den Erregungsanreger. Erregungsanreger. Oh Mann, was spiele ich hier? Was spiele ich hier? Oh Scheiße. Wo muss ich raus? Oh, ich bin falsch. Was genau? Oder? Wo komme ich raus? Hier. Naja, ich könnte hier. Oh Mann, da läuft aber auch schon wieder einer rum. Wow! Ich glaube, die Türen sollte man öfter mal zumachen. Wir haben 6 Finger gefunden. Können wir uns fast eine Hand basteln? Wir können uns eine Hand basteln. Vielleicht noch einen Finger so als C benutzen? Keine Ahnung. Löffel, Augäpfel, Batterien, Klebebandschnecken und den Erregungsanreger. Ein Treibstoff, zweimal Nahrung. Okay, verstehen wir mal alles. Einen Schocker hergestellt, betört das Ziel, es ist effektiv gegen mechanische Ziele. Okay. Und gegen Geschütze. This is exciting. Your KPIs are really trending up. KPI gehen deutlich nach oben, also sprich wahrscheinlich die Überlebenschancen. Okay, jetzt können wir so eine Glühbirne machen. I'm surprised that you're hanging around here looking at that glow bulb. When you could be at the workbench building a part locator. Okay. Was bringt uns jetzt diese Glühbirne? Ah.
Impressive. Now activate locate mode to find the parts needed for an item you desire. Wo kann ich das auswählen? Zurückhaltungspolster. Wir werden auf jeden Fall wieder rasten. Hier lang zum Teil. Quellmarket. Verkaufsrasten mal kaufen und verkaufen. Ich glaube, dafür habe ich noch zu wenig Kohle. Was ist eigentlich das hier unten? Wir können sowieso nur da hin. Okay, es gibt wieder nur ein paar vom Wartungspersonal. Das sollte eigentlich okay sein. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich jetzt da auswählen kann, welche Teile ich finden möchte. Teile finde. Teile. Hier vielleicht? Ja. Das Bier. Also das ist cool, dass man hier auch positive Perks bekommen kann. Kätzchenbot. Okay, also ihr seht schon, man kann hier sehr viel noch freischalten. Bürgerkarte. Ach ja, vielleicht muss ich deswegen hier hin. Ja, wenn ich hier hin, hier hin, hier hin, dann sollte das Ganze doch gehen. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen jetzt hier die Folgen so in der Länge, sage ich jetzt mal, ein Schiff. Und ich denke mal, vielleicht werden die später eher auch nochmal ein bisschen komplexer, dass wir uns länger auf dem Schiff aufhalten müssen. Aber das sind immer, finde ich, so, glaube ich, für euch auch angenehme Längen. Jetzt sind wir bei 18 Minuten. Und die Spannung und allem ist eh ziemlich intensiv. Nicht, dass ihr mit so aufgeweckt werdet. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der nächsten Runde. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst eh, lasst es mal einen Daumen nach oben da. Für dich, Servus, euer Dr. Wü. Thank you.